Danke, Peter. Ja, unsere nächsten Gäste kommen aus verschiedenen Ecken aus der Ostschweiz und wollen dem Schweizer Rock ihren Stempel aufdrücken. Die Rede ist von der Band Katzengold. Mit humoristischen Liedern sind sie auf der Spur von Mundartmusikern wie Emanuel Stahlberger oder dem Knüppel. Dieses Jahr geben sie ihr erstes Album raus. Der Daniel Sager hat schon mal reinhören. Frau stresst mich. Der beste Freund vergisst mich. Kann den Karren nicht mehr zahlen. Mein Job hängt am seidenen Faden. Es geht irgendwie alles den Bach ab. Drum packe ich mein Bettel und gang allein weg für sieben Tage. In der neuen Sättel die Heim, wo drauf steht. Ich bin ein Mal im Appenzellerland am Nachtwandern. 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 Nackt wandern im Appenzell. Um das geht es in einem Lied auf dem neuen Album mit dem Namen «Heiss auf dem Markt». Die Band Katzengold sieht sich dann auch in einer humoristischen Tradition vom Mundartrock. Was macht uns aus, wenn der Knüppel, also der Jack Stoiker, zu fest unter der Gürtellinie ist und irgendwie der Stahlberger ein bisschen zu vertröchnet, dann wählst du Mitte und das ist Katzengold. Die drei regulären Bandmitglieder kennen sich schon länger. Als letzter dazugestossen ist aber der Gitarrist Beat Keller. Der Berufsmusiker, der schon in anderen Bands mitspielt, hat vor allem den Text vom Cello Follini überzeugt. Im Cello seine Songs, er schreibt ja hauptsächlich Songs für Katzengold, die haben etwas Eigenes, die haben etwas, die haben Witz, die sind lustig, sind aber auch einen gewissen Tiefsinn. Und das zusammen mit dieser Musik, mit dieser Rockmusik, gefällt mir gut. Der Stil von Katzengold bewegt sich zwischen Punkrock und Love-Songs. Das Lied «Nacktwandern» auf dem neuen Album hat aber auch traditionelle Elemente. Es ist zusammen mit einem Hackbrettspieler gemacht worden. Das ist mega ehrlich für mich. Das erste Mal, als ich offiziell in einem Laden in dem Sinne erhältlich bin. Und auch hoffe, dass mit denen ab und zu gleich einmal noch vielleicht ein zweites Lied oder so auf die Beine bringen. Oder auch an einem Open Air oder so einmal mit ihnen zusammen auftreten, wäre auch eine super Möglichkeit für mich. An kleineren Open Airs hat die Band schon Auftritt gehabt. Schielen tun sie aber auch auf die grosse Bühne. Klar, es wäre doch schön, wenn man irgendwann mal wie St. Gallen im Open Air auf der Hauptbühne stehen. Neben den grossen Auftritt verfolgt die Band aber auch noch ein anderes Ziel, nämlich eine Mission im Dienst der Ostschweiz. Das ist, dass man, wenn das Zug fährt, sie in Sachen Ostschweizer Mundartrock so, dass man irgendwann in der ganzen Schweiz die Berner verdrängt als Nummer 1 mit ihrem Dialekt und dass alle irgendwann St. Gallerdeutsch oder Ostschweizer Dialekt am geilsten finden. Ob ihnen mit dem neuen Album die historische Mission gelingt, wird sich wohl Mitte Jahr nach ihrer Plattentaufe zeigen. Für den Gegner ein Frust, wenn du spielen lässt, dann siehst du, was noch kann. Er ist der Bischof von denen mit der besonderen Gabe. Er ist der Flankengott, gegen ihn hat keiner Chance. Und wenn's so weitergeht, holen wir mit ihm sogar noch den Pott. Er ist der Flankengott, in der Mitte wartet schon ein Kopf. Und wenn nicht, macht er halt selber grad den Topf.